Wie war der Match für dich? Intensiv sicher. Wir haben das Leben ein bisschen selber schwer gemacht mit vielen Strafen. Ich glaube, wir haben viel Charakter bewiesen heute, aber es wäre heute eigentlich gar nicht nötig gewesen, Charakter zu beweisen, wenn man vielleicht ein- bis zweimal weniger daneben wäre gehockt. Ja, so ist immer ein bisschen Rhythmusbrecher, wenn du so viel Unterzahl spielst. Wir wollen ein paar nicht spielen, ein paar spielen mehr, ein paar spielen fast zu viel. Ja, sicher nicht der optimale Verlauf, aber von dem her mit zwei Punkten am Schluss kannst du rausgehen. Genau, richtig. Und wir gratulieren dir alle für das erste Goal, das du geschossen hast für SCL. Hilzhofen, Gratulation. Super. Ganz ein wichtiger Wegweiser insbesondere. Du hast gezeigt, Charakter gezeigt, das muss man sagen. Wenn man 4-2 hinger ist und nachher noch das Resultat kann erreichen kann. Wie hat sich hier der neue Ausländer integriert? Wie läuft das ab? Ja gut, es ist noch nicht viel Zeit vergangen, seit er da ist. Also mit Tigal plus minus gleich, mein Hockeyspieler. Gardner bekommen, hat sich vorgestellt, ein paar von uns haben schon mit ihm zusammengespielt, bei Langnau auch. Ah, okay. Ich habe ihn auch schon kennt von Langnau her. Ja, er hat sich so ein bisschen an uns gewendet, die er schon kennt hat. Ja, ist ein einfacher Typ, kann Englisch, Französisch. Ja, es ist nicht schwierig, in eine Mannschaft hineinzukommen. Mhm. Es sind alle ähnlich und gleich. Und schlussendlich sagen wir halt ein kleines rundes Ding hängen machen und viel mehr gibt es nicht zu machen. Genau, und möglichst viel gegnerische Goal, das kleine runde Ding einzuschiessen. Jetzt am Sonntag wieder ein Match. Was läuft hier ab, jetzt von heute oben an bis am Sonntag zum Match, vom Training her und so weiter? Morgen haben wir Training, etwa grob gesagt auf die 10. Mhm. Sicher nicht allzu streng. Es geht darum, so ein bisschen zu bewegen, ein bisschen aktivieren nochmal. So, ich sage vielleicht 30 bis 45 Minuten auf dem Eis, relativ locker. Und nachher ein Trab, vielleicht noch eine Massage oder was auch immer. Und nachher am Sonntagmorgen ist nochmal Training, einfach Warm-up, das ist vor jedem Spiel 45 Minuten ungefähr, 35, 45. Ja. Und nachher dann gar auf Küsnacht. Jawohl. Und dann geht es am Abend oder am Nachmittag-Match. Ja. Ja, das ist so ein bisschen der Ablauf bis zum nächsten Spiel. Die Tipp für den Match? Du bist ein Spezialist. Ja. Ich werde jetzt kein Resultat sagen, ich sage einfach, wir gewinnen den Match. Ja, wir bringen 3 Punkte her, genau. Ja, das möchte ich schon sagen, sicher. Ja. Schön, da freuen wir uns drauf. Sie fragen von eurer Seite Simon Stärki. Wie ist das, wenn man vor so vielen Leuten spielt, Heimspiel hat, den Match 4-2 gewinnt, also von 4-2 Rückstand und dann noch gewinnt die Verlängerung? Nachdem muss man auf Küsnacht, geht sich allein, 200 Zuschauer. Wie bringt man die Stimmung wieder an, dass man wieder lodert, das Feuer wieder brennt? Ja, es ist effektiv so, dass du, ich sage, 7 Stadien hast, die vom Zuschauer auf dem Marsch her sich noch so ein bisschen kann pushen kann. Aber schlussendlich ist es wirklich eigentlich so, oder sollte es so sein, dass wir ja aus genereller Freude am Eishockey-Sport Eishockey spielen. Und ja, es sind zum Glück nicht viele Matches, was es so ist, wo, ja, ich sage jetzt, ein bisschen übertrieben gesagt, ein paar Grossmütter, ein paar Mütter, ein paar Väter im Stadion sind und sonst eigentlich niemand. Es geht auch vorbei. Also, es ist nicht so, dass die jetzt irgendwie das beschäftigen oder so. Die meisten haben schon mehrmals der gespielt, also ist so nichts Neues. Aber es ist so, du hörst jedes Wort umeinander und was hier vielleicht nicht so ist. Gut, merci. Weitere Fragen, Simon? Mir nimmt jetzt sogar etwas Hunger. Jetzt war der Match, ist mittlerweile auch etwa 20 vor 11. Wie kann man hier so nach einem Match laufen? Es ist ganz unterschiedlich, aber bei mir ist es so, ich sage so, 1:45, 2:15. Kannst du schnell schlafen? Ja, ungefähr. Also, beim Auswärtsmatch ist immer noch ein bisschen Zeit im Gar, so ein bisschen zum Abfahren. Und hier, ja, es ist jetzt im Gar drüber zur Nacht und dann gehst du heim. Und ich kann nicht direkt ins Bett, ich schwitze so jetzt noch, wie man es sieht. Und es geht auch nach dem Duschen noch ein bisschen weiter. Von dem her, ja, es ist einfach so ein bisschen. Emotionen sind noch da, bist noch so ein bisschen aufgewühlt. Nach einer Sieg kannst du sicher vielleicht tendenziell ein bisschen ändern einschlafen als nach einer Niederlage. Ja. Aber ich glaube, es geht keiner heim und liegt jetzt gerade her. Merci vielmals, Simon, dass du gekommen bist. Ein paar Minuten ab dem Eis kommst du hoch, das wissen wir sehr zu schätzen. Wir wünschen dir ganz
guten Abend, dass du gut schlafen kannst und am Sonntag einen guten Match. Merci vielmals. Tschüss zusammen.